Willkommen, Marius Ebert hier. In diesem Video geht es um Rauchverbote im Betrieb und zwar aus Sicht des Arbeitgebers. Das heißt, welche Regelungsmöglichkeiten hat der Arbeitgeber? Und die erste Frage, die man in Deutschland da gerne stellt, ist die Frage nach der Rechtsgrundlage. Und hier haben wir kein Gesetz, aber wir haben eine BAG, Bundesarbeitsgerichtsentscheidung. Und wenn das eine Bundesarbeitsgerichtsentscheidung ist, dann ist das eine sehr grundsätzliche Entscheidung. Ja, bitte nicht irgendwelche Entscheidungen von irgendwelchen Arbeitsgerichten oder auch Landesarbeitsgerichten zum allgemeinen Prinzip erheben. Ja? Aber wenn es eine Bundesarbeitsgerichtsentscheidung ist, dann ist es ein allgemeines Prinzip. Und in dieser Entscheidung hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, dass Rauchverbote möglich sind. Ja, und zwar im gesamten Betrieb, wobei wir hier den Betrieb verstehen als Ort der Leistungserstellung. Ja, das ist so eine gängige Lehrbuchdefinition für Betrieb, Ort der Leistungserstellung. Es ist also möglich, Rauchen im gesamten Betrieb zu verbieten. Es ist nicht möglich, wie wir gleich sehen werden, Rauchen auf dem gesamten Betriebsgelände zu verbieten, aber dort, wo die Leistungserstellung wirklich stattfindet, da kann der Arbeitgeber das Rauchen verbieten. Aber das Bundesarbeitsgericht hat dieses gesamte Rauchverbot, pauschale Rauchverbot, gekoppelt an Bedingungen. Aber er, also der Arbeitgeber muss Möglichkeiten schaffen. Muss Möglichkeiten schaffen, damit die Raucher rauchen können. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das können zum Beispiel sein Raucherzimmer. Oder es kann auch sein ein überdachter Unterstand. Ja, im Freien, das ist möglich. Es ist möglich, die Raucher nach draußen zu schicken. Und sagen, da ist der Ort, wo ihr rauchen könnt. Die einzige Bedingung ist, es muss überdacht sein. Kann aber im Freien sein. So, also das ist die Möglichkeit, Rauchen im Betrieb zu verbieten. Aber auf dem Betriebsgelände, ne, das wäre speziell diese Möglichkeit hier, auf dem Betriebsgelände diese Möglichkeit zu schaffen durch den überdachten Unterstand. Und noch eine Frage in dem Zusammenhang. Ist da hier der Betriebsrat eigentlich mit einzubeziehen? Und die Antwort lautet ja, denn das Betriebsverfassungsgesetz regelt das Ganze in Paragraph 87 Absatz 1 und dann ist es, glaube ich, Nummer 1. Denn Rauchen ist ganz klar eine Frage der Ordnung des Betriebes. Rauchen ist ganz klar eine Frage der Ordnung des Betriebes und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. Das schreibe ich jetzt nicht noch hin. Und deswegen ist der Betriebsrat hier zwingend einzubeziehen. Er hat zwingend mitzubestimmen. So, das sind so die wesentlichen Dinge, die man wissen muss. Wie gesagt, hier aus Perspektive des Arbeitgebers. Man kann eine solche Prüfungsfrage natürlich auch formulieren. Aus Sicht eines Rauchers oder auch aus Sicht eines Nichtrauchers. Ja, und der Raucher kann mindestens das hier erwarten, dass irgendwo, es ist nicht geregelt, wie weit man da hingehen muss, es muss nur so einigermaßen praktikabel sein, natürlich. Na, das ist immer so dann das Kriterium. Also es kann nicht sein, dass die Leute dann eine Dreiviertelstunde Fußweg haben zu diesem überdachten Unterstand. Na, das ist klar. So, also das ist das Mindestrecht eines Rauchers. Den überdachten Unterstand im Freien kann er erwarten. Wenn der Arbeitgeber da großzügiger ist, dann richtet er diese Raucherzimmer ein. Aber irgendwas,
Ja, das Entscheidende ist Möglichkeiten schaffen. Das ist die Verpflichtung. Und das sind praktisch Ausprägungen dieser Möglichkeiten hier. Das muss der Arbeitgeber tun. Und aus Sicht des Rauchers ist das das, was er erwarten kann. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.